Während ihr gerade alle beisammen seid, könnt ihr sehen, hören, wie wohl Ihro Gnaden Fürchtepreios die nächste Predigt begonnen hat und weiter sinnloses, preisgefälliges Zeug quatscht. Woran wir fertig? Ich sing mit. So, noch in der Krankenstation. Kriegen wir eigentlich mal einen Heiltrank oder gummel ich da jetzt einfach 2 Lebenspunkte rum und schrei den ganzen Tag? Das hast du nicht verdient. Braucht ihr denn einen Heiltrank? Bei einem und bei zwei Leben. Wie viel hat Ahmad noch? Ich meine, Keras, du verwaltest doch die Zwei. Finanzen. Nein, gut, klar, natürlich kriegen die einen Heiltrank. Also, Eltern. Wir werden noch eine Weile hier unten sein, also. Genau, die Magier mit voller ASP, die lassen wir jetzt die mit 2 und 1 Lebenspunkt auf der Krankenstation. Aber mir braucht ihr auch einen. Habt ihr keinen Ball? Ja. Gut. Aber wir bekommen mal einen Qualität D-Heiltrank jeweils. 3W6 plus 6. 1W6 plus 6, ja, das ist immer Ahmad schon wird was sehr drin. auffällig keine angeboten. Ja, Ahmad greift sich in seinen Beutel, wo er bereits einen bekommen hat. Ted. Ich Ich auch zu schreibe mir schreien. auf für die Finanzen, er bekommt keinen neuen. Das sind die falschen Würfel gewesen. Ah. Waren W8er. Das waren W8er, ja. Das kann man versuchen, aber das lasse ich nicht zu. Aber ich mag keinen Optimismus. Bekomme Drei ich. wie sechs plus wie viel? 6, okay. Heilt sich die Wunde jetzt oder nicht? Also. Ab 7 LEP, die du zurückkriegst, schließt sich eine Wunde. Okay, fett. Immer die schlimmste, ne? Du kannst dir eine aussuchen. Ja, die schlimmste. Aber okay. Ich glaube immer mit den höchsten Wunden zuerst, aber da du zwei Meinetwegen hast, wird egal sein. kannst du auch die Armwunde schließen und die Bauchwunde offen lassen. Das interessiert mich nicht. Ach warte, Bauchwunde hatte ich ja keine Beinwunde, richtig. Ja, ihr guckt hinter euch auf das Regal mit den Heiltränken, zur Hälfte geleert. Nicht mehr viel da. Auch wenn die da stehen, dann nimmt sich Jetzt jemand einen bräuchte neuen. man einen fähigen Alchemisten. Also was nur hätte. Wir haben unsere Kleider verkauft. Richtig, die einen habt ihr ins Neuonitenkloster bzw. Praios-Kirche überantwortet. Den anderen, ja, der kocht halt nur für seine eigenen Bedürfnisse und für Karino. Und was macht Polstedt? Ist er nicht Waffenbalsam. fähig? Waffenbalsam und vergisst teilweise, dass er hier als Alchemist angestellt ist und ja. Was ist denn denn sonst auf eine Art Dämonenarche angestellt? Ja, er forscht halt so ein bisschen viel und so, da hält sich auch mit dem Mathematik. Er ist halt vergesslich und Halt doch die zerstreut. Schnauze. Ich würde jetzt Mann. mal zu meinem Kollegus gehen und sagen: Mein Herr, was haltet ihr davon, wenn wir einander mit einem Balsam heilen? Dann kriegen wir nämlich keine Erschwernisse, weil wir es auf uns selber wirken. Mein Herr. Hervorragende Wow. Moment, ihr Oh könnt euch Gott. magisch heilen und trinkt einen Heiltrank? Ja, das ist ja nicht mein Heiltrank. Den zähle ich euch vom Lohn ab. Ich notiere es direkt. Oh mein. Ich finde die Idee ist gar nicht blöd. Die finde ich auch gut. Ja, ich brauche 10 Lebenspunkte. Wie viele brauchst du? 15. Ja, 15 Lebenspunkte werden jetzt geheilt. Ja, Ja. Ahmad geht davon. Hält sich noch ein bisschen im Bauch. Ja, ich würde bei unserer Bunde für 15 Lebenspunkte. Ich lasse erstmal die Ich Heiltränke für wegschließen, 10. wenn die hier offen auf dem Regal rumstehen. Ja, die werden nur ausgegeben, wenn du dabei bist, also wenn du das belaubigst. So. War nur einfach gerade dieser Blick auf das offene Regal, was jetzt eben nicht mehr voll ist, sondern nur noch zur Hälfte da ist. Mir Achso, geht's dann hätte schon ich mir viel einfach gar keinen besser. nehmen, gerade gar keinen nehmen können. Nö. Okay. Das ist jetzt, also du kannst dir einen nehmen, ja, aber NPCs können sich keinen nehmen. Ja, dann nehme ich mir einen. Kapitän, sollten wir jemals in meine Heimat kommen, sollten wir mal bei meiner Familie in den Alchemielaboren vorbeischauen. Ich will gar nicht wissen, was da gekocht wird. Alles, was ihr euch vorstellen könnt. Das fürchte ich auch. Über euch Auch auf dem nützliche Oberdeck Sachen. kratzt jetzt wohl auch irgendwas Gewaltiges und das Holz der Arche über euch, du kannst auch sehen, wie es sich leicht biegt. Und irgendwas Großes. Versucht Ich da jetzt schaue die Arche hoch. zu drücken. Ich schaue hoch. Ich drehe mich dann um und gehe so. Nop, 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 nop. Schau die anderen an. Sollten wir uns jetzt vielleicht um diesen Wächter kümmern? Habt ihr den bewachen lassen oder ist der Aueingang jetzt einfach offen? Der Eingang ist wieder zugewachsen. Ah, okay. Na dann.
Die Zeit vergeht. Ich hole mir meine Alkoholration. Ja, möchtest du ein Bier? Möchtest du einen schweren... Ich möchte was Härteres. Ja, dann wird man dir wohl irgendwas Bornländisches anbieten. Denn das ist das, was, glaube ich, beim letzten Mal eingekauft worden ist. Mesquites. Sehr schön. Der letzte Nachschub kam aus Perikum. Aus Perikum? Ja. Was hat man denn in Perikum? Bier und Wein, den man halbwegs trinken kann. Habt ihr wirklich Wein gekauft? Ich überlege nicht, gerade, ob es irgendwelche harten Sachen aus dem Mittelreich gibt. Haben wir Doppelrum? Einfach Doppelrum. Ja, vermutlich. Perikum ist eine Seefahrerstadt, vermutlich geht es darum, genau. Jo. Ist ja auch nah an, an Oronisches Reich bzw. Aranien. Aranien hat ja auch ganz viele Weidefläche. Ja, sehr gut. Das ist doch vernünftiger Seemannsschnaps. Ich schau dir jetzt an. Aber wenn wir den wahren Namen herausfinden wollten, dann müssten wir am Herz studieren. Oder an den Nieren. Eltern, dir wird gerade klar, dass deine dein Konventsgewand ja, am Saum unten kaputt ist. Kollege, lasst mich euch helfen. Lieben gern. Kann ich was ausrichten mit Nadel und Faden und Schneidern? Bestimmt, ja. Ob es danach so gut aussieht wie vorher? Mit Null? Wow, versuch's, gerne versuch's. Also schlimmer kann es nicht werden. Ich sehe schon gleich. Das ist durchaus. Also die Zaubernadel ist schon ein Zauber, der wichtig ist. Genauso wie Hauswirtschaft bei mir wichtig ist. Ich sehe schon, wie gleich einfach beim Magier Gewand das gesamte Siegel rausgeschnitten wird und durch ein anderes ersetzt wird. Durch die Heptagon-Akademie oder so. Und dafür ist Jasper da. Ja. Eltern, wie hoch ist denn deine Eitelkeit? 7. Dann ist jetzt alles, was du tust, um 3er Schwert. Fett. Bis deine Robe repariert ist. Gelehrter Herr. Ja, Alan, wie hoch ist denn deine Rachsucht? Meine Rachsucht? So in etwa 10. Dann ist jetzt alles, was du tust, bis du deine Rachsucht bei einem abgebaut hast, um 5 erschwert. Und ich damit gehe. Begeben gut, wir ich uns. Bin so Stress, ich bin so gestresst, ich gehe Lubdil treten. Was geht bei dem ab? Ich gehe einfach zu Lubdil und ich trete ihn erstmal. Und dann schreie ich ihn an. Lubdil! Lubdil? Vor Ewigkeiten habe ich dich gefragt, was mit den Nieren ist. Ich gebe ihm noch einen Tritt. Und du hast mir nicht erzählt, dass da ein Delfin an der Decke hängen! Lubdil wissen aber, Lubdil Befehl von Ephadaios bekommen. Ephadaios ist tot, du miese kleine Gossenratte! Lubdil! Krieg noch einen Tritt. Dann gehe ich zu Kiara, sondern mir auch meine Alkoholration ab. Ja, Lubdil liegt zusammengekauert mit vielleicht sogar gebrochenen Knochen in der Ecke und weint leise. Lubdil! Stoß an, Kapitän. Ich zieh dann noch das ganze Ding sofort weg. Ja, warum haben wir das kleine Mist wie überhaupt noch an Bord? Warum sind wir noch an Bord? Wieso haben wir diesen Magier an Bord genommen? Wieso haben wir diesen Geweihten an Bord genommen? Sobald wir hier raus sind, suchen wir seine Arche zum Töten, streichen die Belohnung ein und dann vernichten wir das Mistvieh hier. Mir wird das alles zu viel. Und damit begeben wir uns in eine Pause und schauen mal, wie es danach weitergeht. Ich denke, beim nächsten Mal, wenn wir das Herz uns ansehen sollten, sollten wir vielleicht einige Soldaten mitnehmen. Am besten diese Quartet-Gläubigen da. Wie heißen sie nochmal? Ritter des immerwährenden Kampfes? Die schienen mir doch ganz professionell zu sein. Weiß irgendjemand, wie viele wir davon haben? 25. Ja, nice. Ja, mein Plan ist jetzt erstmal, ich suche nach Blutschluck. Ja, Blutschluck stand da eben noch und guckt immer noch grinsend in Richtung von Ahmad. Ja, Ahmad würde auch einfach an ihm vorbeigehen. Eher Zähne fletschen. Grinsen ist es nicht, seine Zähne sind ein bisschen angespitzt. Guten Tag, meine Herren. Es geht um Folgendes. Sie und Ihre Ritter, könnten Sie uns wohl bei einer sehr göttergefälligen Aufgabe zu Hilfe kommen? Es geht darum, das Herz von seinem
Wächter zu befreien, würden sie dafür ihre Truppen zur Verfügung stellen. Dein Kleid ist kaputt. Ich weiß. Wenn du aufhörst, mich zu siezen, können wir anfangen. Sehr schön. Ja, das war mein Plan. Ich schau mal meinen werten Kollegos an. Wollt ihr mitkommen? Ich würde lieber die Kollegen aussuchen. Die ist wertvoll und wichtig. Sie hat das Beste zu tun, als ihre Bücher zu lesen gerade. Ihr habt ein viel zu großes Vertrauen in die Graue Magier, wenn ich das mal so sagen darf, lieber Kollegos, aber gut. Nein, sie muss sich ihren Sold verdienen, wie wir alle. Man kann diesen Leuten nicht trauen. Das ist wohl wahr. Nichtsdestotrotz muss sie sich ihren Sold verdienen. Und ich würde abgehen Richtung dem Zimmer von Magistra Kohlrab. Dann wirst du sie dort erreichen. Die Söldner währenddessen sammeln sich und marschieren dann nach einer kurzen Ortsangabe von Eldern in Richtung Unterdeck. Es klopft an der Tür und Magistra Kohlrab bittet dich herein. Es gibt Arbeit. Seid ihr fertig? Ich bin noch lange nicht fertig, nein. Und ich habe Arbeit, danke. Es ist wichtiger jetzt, als in diesen Schwarten zu lesen. In den Schwarten lesen? Ich zeichne einen neuen wahren Namen. Direkter Befehl des Kapitäns. Das könnt ihr in 2 Stunden immer noch tun. Genau. Auch während den 2 Stunden. Ihr wollt also hier rumsitzen und nichts tun? Wie ihr bereits seht, ich zeichne, wenn ihr nicht gerade in diesen Raum reinkommt und mich nervt, einen wahren Namen. Ich hoffe, ihr wisst, was das ist. Als weiße Magier, woher kommt ihr? Sie schaut kurz auf dein Siegel. Betana, Horasia. Also gut. Ein wahrer Name, das ist so etwas, damit kann man... Ja. Zornsader schwillt an. Ja, ihr fühlt euch genervt, dann wisst ihr ja, wie es mir geht, wenn ihr hier ständig in diese Tür hineinkommt und mich nervt bei meinen Studien. Ganz so genau geht es mir. Möchtet ihr mir denn erzählen, was ihr jetzt gleich vorhabt zu tun? Ich sagte doch, es gibt Arbeit zu tun am Herz der Arche. Folgt ihr mir nun oder folgt ihr mir nun nicht? Ihr habt es also entdeckt. Sehr schön. Na, wenn es jetzt Neuigkeiten vom Herz gibt, dann komme ich natürlich mit. Zu freundlich von euch. Ja, ihr müsst nur nett bitten. Ihr habt euch nicht mal vorgestellt. Sie schlägt ihre Unterlagen zusammen und lässt sich dabei genüsslich Zeit, während deine Ader auf deiner Stirn immer dicker und dicker wird. Und nach ungefähr einer Minute kommt sie dann gemeinsam mit Ahmad, den Söldnern und dir unten am Herz der Arche an. Wie viele habt ihr? 5? 10? Söldner? Genau, wie viele wollt ihr haben? So viele, wie der sucht. Ja, dann holt er 5. Wirklich mehr haben da nicht Platz und 5. Werden Kiaras und ich eigentlich mitgenommen oder machen die das wieder alleine? Nö, ihr besauft euch in der Klaschembe. Das besaufen, was so viel Rums am Tag gibt, einen Becher voll. Ihr seid der Kapitän, ihr könnt euch so viel nehmen, wie ihr wollt. Kapitän, ich habe das Gefühl, ich bin heute um Jahre gealtert. Tag ist noch nicht vorbei, Kiaras. Vielleicht sollten wir Magistra Kohlrab aufrufen und aufsuchen und sie um Hilfe bitten, dass sie diese Trottel aufhält. Sie wird auf jeden Fall wissen wollen, dass wir das Herz gefunden haben. Ja, das ist wahr. Und sie hat bei weitem mehr Ahnung als eure ganzen Weißmagier. Na, knall den Becher auf den Tisch. Steh auf. Na gut, dann mal los. Ja, als ihr dann oben das Zimmer von Kohlrab erreicht, werdet ihr sehen, dass es verschlossen ist. Niemand da. Hämmer mal gegen die Tür. Kohlrab, seid ihr da? Es scheint nicht so. Was kann die denn sein? Eine gute Frage. Vielleicht wissen ihre Schülerinnen etwas?
Oder eine der anderen hat ihr bereits Bescheid gesagt und sie wuselt bereits irgendwo herum mit ihren Zeichnungen. Vielleicht, dann hoffe ich das Beste. Dann schauen wir nach. Krankenstation, suchen wir nach Eldon. Keiner da. Lustige Schnitzeljagd, ja. Medikus, wo sind denn die Magier hin? Gassenwissenprobe. Erschwert um 3 Punkte, Ortskenntner Arche würde ich zulassen. Ja, was? Ich hoffe, du kannst was. Ich habe gerade in meinem Kopf so eine ganz witzige Musik. Ja, dann schaut mal, ob sie, ob die Graumagierin bei der Prios-Predigt gerade zuhört. Kiaras kann was! Dann erreicht ihr gerade rechtzeitig. Was machen denn die anderen unten im Schiff? Ich würde die beiden Geweihten anschauen. Werdet ihr so nett, die Wand zu öffnen? Ich nehme an, ihre geweihten Waffen werden da uns am meisten weiterhelfen. Ja, mach mal, das sieht sein Doppelkotkammer. Ich kriege das rein? Hin, Blutschluck. Oh. Ja, Blutschluck wird dann den Rest, der noch nicht ganz verschlossen ist, noch einmal aufhacken. Und wenn er rauskommt, wo schneidet er sich denn diesmal hin? Schauen wir mal nach. Nehmen wir mal Schwertarm. Dann schneidet er sich jetzt mit seinem Dolch, rammt er sich genau einmal zwischen Elle und Speiche und dadurch wird dann diese Arretierung, die ihm damals Kiaras in den Arm getrieben hatte, dieses Holzbrett, wird dadurch auch so ein bisschen abgesprengt und splittert so ein bisschen auf. Er ist aber zufrieden, nickt und sieht, wie das Blut dann auf den Boden tropft. Jetzt kann es losgehen. Ich würde mein Flammenschwert zünden. Sicher, sicher. Okay, Bisrabul soll da reingehen? Ja, würde ich sagen. Ich meine, ich habe es nicht geschafft. Bisrabul, jetzt ist es deine Chance, dich zu beweisen. Ich habe ihm ein Bein abgeschlagen. Wenn du es schaffst, ihm mehr als ein Bein abzuschlagen, bist du wohl ein besserer Kämpfer als ich. Oh. Dann verschwindet er in dem tiefen Gang. Ihr könnt einigen Kämpfeslärm hören und dann wird irgendwann Blutschluck wieder mit einem blutriefenden Gesicht, hat wohl mehrere Schnitte bekommen, sein Bart hat wohl auch sehr gelitten und da ist ihm wohl auch ähnlich wie bei Kiaras das Ohr abgeschnitten worden, sodass er jetzt nur noch über ein Ohr verfügt. Steht er jetzt mit einem hämischen Grinsen, du kannst wieder seine angespitzten Zähne erkennen, steht er dann vor dir und du kannst auch erkennen, wie er wohl schwarzes Blut aus seinem Mundwinkel läuft. Er hat wohl gerade in die Kehle gebissen von dem Leibwächter und er freut sich an seinem Namen Blutschluck. Blutet er jetzt auch schwarzes Blut, so wie ich vorhin? Genau, also sein Gesicht ist auch schwarzes Blut, was er da hat. Und wie gesagt, es läuft dann eben auch aus seinem Mund raus. Also es sieht schon unglaublich Belhalhara gefällig aus und da wird dann auch der ein oder andere Geweihte oder auch der Magister dann mal wieder ins Zweifeln geraten, ob dieser Mann noch chorgefährlich arbeitet. Aber ja, wie gesagt, die anderen Söldner haben dann wohl auch beobachtet, beziehungsweise auch Eldan und Abelmir konnten dann eben erkennen, wie er den Feind Kolja niedergestreckt hat, hat ihm zerteilt und danach hat er ja seine Zähne in das Fleisch von Kolja gestoßen und einmal zugebissen. Kehle dann also zertrennt und ja, wie ein Dämon kommt er dann aus dieser Höhle heraus und lächelt euch an, macht euch damit Platz. Würden die Ritter so mutig sein und vorgehen? Ja, Ahmad geht vor. Nickt nochmal Blutschluck einmal sehr anerkennend zu. Ja, also definitiv auch schwere Wunden, die er davongetragen hat. Blutschluck geht wieder nach oben und lässt sich da dann wohl verbinden. Zumindest ist er dann eben aus dieser Szene raus. Das ist dann natürlich sehr profane Heilung, die er da bekommt. Also nichts mit magischen Tränken oder magischer Heilung, aber er lässt sich verbinden. Kommen wir dann an? Nach und nach könnt ihr in die Herzkammer vordringen. Ja, ich würde Ahmad vorgehen lassen. Wie gesagt, hier einmal die Herzkammer, den
ja, diesen seltsamen Obelisken aus schwarzem Stein. Den kennt zumindest Jarlan schon. Der stand mal in einem Gang irgendwo anders. Den hat Ephadaios wahrscheinlich, weil er der Einzige ist, der diese Arche umformen konnte, hat er wahrscheinlich hierhin transportiert, wo er dann unheilig beten konnte. Und wie gesagt, auch das Atropeum, die Niere mit den zerfallenden, verwesenden, verfaulenden Delfinen. Ja. Selbstbeherrschungsprobeerschwert um 5, um euch nicht zu übergeben, denn wie gesagt, der Geruch, der Gestank ist sowieso schon widerlich im gesamten Inneren. Und wenn ihr dann hier noch einmal die Delfine und auch das Herz seht, ölig, schmierig, faulend, wie ein Geschwür. Ist denn keiner von euch geschafft? Ich hab's auch nicht geschafft. Nach und nach brechen ja eben alle vor dem Thron, vor dem Altar der Charybdoros zusammen und übergebt euch Achmat Speit Schwarzes Erbrochenes. Achmat, das sieht nicht gut aus. Ja, du auch, oder? Ja, aber ich speit kein Schwarzes, oder? Nee, bei dir ist es trotzdem Erbrochenes. Du wirst auch ja den Mund voll haben. Klar, aber wir sehen alle relativ menschlich aus und er kotzt hier einfach schwarze Brühe vor sich hin. Ich hab das schon gesehen. Vielleicht, wenn wir da oben sind, solltet ihr euch nochmal von den Medikä durchschauen lassen. Kohlrab hält sich ein Tüchlein vors Gesicht und schaut euch bemitleidenswert an, schüttelt nur mit dem Kopf. Wie hat's richtig gemacht mit dem Tüchlein? Ja, ihr könnt dann auch wieder die vertrauten Worte hören oder im Arcanum und danach der Analyse und schaut dann sehr interessiert in diesem Raum umher. Ansonsten, so nach ungefähr einer Minute kommt ihr dann wieder zu euch, habt dann euer restliches dann auf dem Boden verteilt und könnt wieder aufstehen. Ich schaue die anderen nur ein wenig abfällig an, dass wir sie nicht beherrschen können. Nun gut, die Anadepten, das ist wohl das Herz. Dazu, was ihr im Kohlraff herausfinden könnt. Kollege? Vielleicht sollten wir uns einem Unitatio vereinigen. Ein Unitatio? Interessant. Wollt ihr der Ritualführer sein? Sie schaut mal zu Eldern. Ritualführer wäre möglich. Wem sollen denn die astralen Kräfte zur Verfügung gestellt werden? Es ist nicht mein Spezialgebiet, die Hellsicht. Magister Gorbas? Dem Unitatio bin ich leider nicht mächtig. Oh. Was kann er eigentlich? Was lernt ihr eigentlich auf eurer Akademie? Alles Nötige, meine Dame, alles Nötige. Nun gut. Dann werdet ihr wohl die Ritualführerin. Ich kann mir Schöneres vorstellen, als hier im Kreis zu sitzen, uns an den Händen zu fassen und Sternenkraft zu tanken. Na gut, was tut man nicht alles? Oh Gott, das Weib. Ja, du kannst dir quasi, kannst mal den Unitatio würfeln und dann eigentlich alle deine Astralpunkte rüberschieben. Sind 25. 25 ASP? Mhm. Ja, damit kann sie eine ganze Menge anstellen. Oh oh. Wieso? Oh oh. Nichts, nichts. Ja, Magister Kohlraab wird sich dann zusammen mit ihren Eleven, die sie dann nach unten bestellt, hier im Kreis hinsetzen, zusammen mit Adeptus Abel Miria Morenes. Muss gerade überlegen, wie viele hat sie denn? 4 oder 5? 5. 5. Die hatten auch mal Token, ich weiß ja nicht, wo die sind. Ja, doch, okay. Die sind oben. Aber sie wird sich sicherlich nicht in einem Heptagramm hier hinsetzen. Sie wird das nur zu einem Hexagramm. Sie wird dann eine Scholarin, wird sie dann irgendwie oben lassen. Ich sorge auch dafür, dass Decken oder ähnliches gebracht werden, damit sie sich nicht auf den Boden setzen müssen. Und die andere Scholarin wird dann Adeptus Major Eldan Gorbas den Unitatio beibringen. Richtig schön entwürdigt. Ach, ich hab grad Zeit. Ja, okay, was machen die anderen? Also, könnt gerne weiter euch unterhalten.
Habt ihr noch irgendwas vor oder wollt ihr die einfach machen lassen? Wir haben mit Jaras halt über diesen... Ja, ich denke, wir stellen uns ein wenig zurück, weil wir können da wenig tun. Habt ihr so ein Ding schon mal gesehen? Lubdiel schaut durch das Loch in das Herz hinein oder an euch vorbei zu euch hin. Mit immer noch Tränen im Gesicht hält sich seine Rippen, die du ihm wohl gebrochen hast. Lubdiel, kriegen neue Niere? Ich drehe mich zu den Delfinen um und schaue mir die nochmal an. Kapitän, das neue Niere? Das sind nicht die neuen Nieren, nein, verzieh dich. Lubdiel. Rennt er die Treppe wieder hoch. Karas, die Arche muss sterben. Ja. Das sehe ich genauso. Was auch immer da passiert, ich glaube, wenn diese Arche weiterleben soll, müssen neue Opfer gebracht werden. Das scheint mir untragbar. Mein Herr Kapitän, sollen wir sie von den Wänden schneiden? Nein, sie sind schon tot, das hat keinen Zweck mehr. Und das könnte mehr Schaden anrichten als Gutes. Könnte sein, dass sie dann hier unten stranden. Wie ihr befehlt. Kann ich mit einem Analyst nicht den Namen herausfinden, sondern wann die, wie lange die Delfine noch halten? Also bis die endgültig zerfallen? Das, und wir wäre, das wäre eine Möglichkeit, ja. Da könntest du ein Odem und ein Analyse wirken. Natürlich kannst du auch Zeit lassen. Kannst du mal versuchen, inwiefern du da was über die Niere herausfinden kannst. Das würde ich dann auch tun. Das Atrophäe. Wow. Der Menschengarten. Zumindest war es früher ein Menschengarten. Der Analyse ist ganz gut geworden. Ja, hier ehemals wohl Menschen verarbeitet, das kannst du herausfinden. Hier fließen wohl noch restliche menschliche Strukturen und Matrizen durch den Raum, aber die Arche hat wohl Gefallen an effortgefälligem Opfer gefunden, das ist neu. Und ja, sowas wie ein Wal wäre wohl auch noch okay. Wann eine neue Niere? Am besten vorgestern. Wie lange hält diese noch? Maximal? Naja, maximal... Also sie hält nicht mehr, nein. Das heißt, es werden jetzt Nachteile für diese Arche entstehen. Also ich bin fest überzeugt, wenn das hier die Arche das, wird... Das Unwasser, also der Sinn und Zweck dieses Anthropäums ist, das Unwasser aus diesen Adern reinigen, säubern. Das ist eben das, was eine Niere in einem menschlichen Körper tut und das ist das, was sie in dieser Arche tut. Und naja, wenn es eben nicht gesäubert wird, dann entstehen jetzt Nachteile für diese Arche. Aber diese Arche sinkt jetzt nicht sofort? Nein. Okay. Noch mehr will ich ja gar nicht.